Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Gott sprach: Seid fruchtbar und werdet zahlreich. Bevölkert die Erde und macht sie zu eurem Zuhause. Und Gott sah alles, was er hatte werden lassen. Es war sehr gut. Hier spricht Dorothy Gottschalk aus Grünstadt. Guten Tag. Manchmal sehe ich Altbekanntes, als wäre es zum ersten Mal. Es ergreift mich innerlich so eine Art Schauer, ob der Schönheit einer Blume in meinem Garten oder ob des atemberaubenden Anblicks von einem Gipfel, ob des Morgennebels im Rheintal oder des Taus in einem Spinnennetz zwischen meinen Rosen. Ich kann dann nur staunen, wie filigran, wie ausgetüftelt, wie erhebend das ist, was mich umgibt. Und es erfüllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit, dass mir all das geschenkt ist. Gott sah alles, was er hatte werden lassen. Es war sehr gut. Wer in seinem Garten selber etwas anbaut, weiß, wie intensiv gärtnerische Tätigkeit ist. In den ersten Wochen des Oktobers feiern wir Erntedank. Ernte bedeutet für mich in diesem Zusammenhang mehr als das, was das Wort ursprünglich meint. Mehr als nach dem Kümmern und Pflegen der Pflanzen, deren reife Früchte oder das gereifte Gemüse zu ernten und zu genießen. Ernte meint für mich mehr, denn die Erde schenkt uns mehr. Alles, was ist, ist nicht durch mich. Es zu nutzen, ein Zuhause daraus für die Menschen zu machen, dazu hat Gott es uns geschenkt. Ein gutes Leben für alle, für mich ein Gedanke, den Gott in diese Welt gelegt hat. Und wenn ich in die Welt schaue, dann sehe ich, wie wenig uns Menschen das gelingt, wie ungerecht die Güter verteilt sind, wie viele Menschen hungern, wie viele kein Zuhause haben, wie viele sterben an der Hartherzigkeit ihrer Mitmenschen. Es regen sich in mir Trauer und Wut und zugleich eine unendliche Dankbarkeit, eine Dankbarkeit, die mich meine Verantwortung spüren lässt. Ich bin gefragt, mein Handeln ist gefragt, meine Bereitschaft, mich einzubringen und mit denen zu teilen, die nichts haben. Eine Dankbarkeit, die mich meinen Umgang mit Gottes Schöpfung immer neu zu überdenken auffordert. Wie mit neuen Augen die Welt sehen lernen, damit wir sagen können, alles ist sehr gut. Beten wir. Gott, du Schöpfer der Welt, du hast sie uns anvertraut. Sie soll uns ein Zuhause sein. Öffne unsere Augen, dass wir ihre Schönheit erkennen und nicht nur den Nutzen sehen. Wecke in unseren Herzen die Liebe, dass wir diese Welt in ihrer Zerbrechlichkeit erkennen und verantwortungsvoll handeln. Lass uns tiefer sehen und lieben, zum Wohl der ganzen Menschheit. Dazu segne du uns. Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.